Peter weiß die Ästhetik des Widerstands. Rings um uns hoben sich die Leiber aus dem Stein, zusammengedrängt zu Gruppen, ineinander verschlungen oder zu Fragmenten zersprengt, mit einem Torso, einem aufgestützten Arm, einer geborstenen Hüfte, einem verschorften Brocken ihre Gestalt andeutend, immer in den Gebärden des Kampfs, ausweichend, zurückschnellend, angreifend, sich deckend, hochgestreckt oder gekrümmt, hier und da ausgelöscht, doch noch mit einem freistehenden, vorgestemmten Fuß, einem gedrehten Rücken, der Kontur einer Wade eingespannt in eine einzig gemeinsame Bewegung. Ein riesiges Ringen, auftauchend aus der grauen Wand, sich erinnern an eine Vollendung, zurücksinkend zur Formlosigkeit. Eine Hand aus dem rauen Grund gestreckt, zum Griff bereit, über leere Flächen hin mit der Schulter verbunden, ein zerschundenes Gesicht mit klaffenden Rissen, weit geöffneten Mund, leer starrenden Augen, umflossen von den Locken des Barts, der stürmische Faltenwurf eines Gewands, alles nah seinem verwitterten Ende und nah seinem Ursprung. Jede Einzelheit ihren Ausdruck bewahrend, mürbe Bruchstücke, aus denen die Ganzheit sich ablesen ließ. Raue Stümpfe neben geschliffener Glätte, belebt vom Spiel der Muskeln und Sehnen. Streitpferde in gestrafftem Geschirr, gerundete Schilde, ausgesteckte Speere zu Rom oval, gespaltener Kopf, ausgebreitete Schwingen, triumphierend erhobener Arm, Ferse im Sprung, umflattert vom Rock, geballte Faust am nicht mehr vorhandenen Schwert, zottige Jagdhunde, die Mäuler verbissen in Lenden und Nacken, ein fallender, mit dem Ansatz des Fingers zielend ins Auge der über ihm hängenden Bestie, vorstürzender Löwe, eine Kriegerin schützend, mit der Pranke ausholen zum Schlag, mit Vogelkrallen versehende Hände, Hörner aus wuchtigen Stirnen ragend, sich ringelnde Beine mit Schuppen besetzt, ein Schlangengezücht, überall, im Würgegriff um Bauch und Hals züngelnd, die scharfen Zähne gebleckt, einstoßend auf nackte Brust. Diese eben geschaffenen, wieder erlöschenden Gesichter, diese mächtigen und zerstückelten Hände, diese weit geschwungenen, im stumpfen Fels ertrinkenden Flügel, dieser steinerne Blick, diese zum Schrei aufgerissenen Lippen, dieses Schreiten, Stampfen, diese Hiebe schwerer Waffen, dieses Rollen gepanzerter Räder, diese Bündel geschleuderter Blitze, dieses Zertreten, dieses sich aufbäumen und zusammenbrechen, diese unendliche Anstrengung, sich emporzuwühlen aus körnigen Blöcken. Und wie anmutig das Haar gekräuselt, wie kunstvoll geschürzt und gegurtet das leichte Kleid, wie zierlich das Ornament an den Riemen des Schilds, am Bug des Helms, wie zart der Schimmer der Haut, bereit für Liebkosungen, doch ausgesetzt dem unerbittlichen Wettstreit der Zerfleischung und Vernichtung. Mit maskenhaften Antlitz einander haltend und von sich stoßend, einander erdrosselnd, überklettern, vom Pferd gleitend, in die Zügel verwickelt, überaus verwundbar in der Blöße und wieder entrückt in olympischer Kühle, unbezwinglich erscheinend als Meerungetüm, Greif, Kentaur, doch grimassierend im Schmerz und Verzweiflung, so sangen sie miteinander, handelt in höherem Auftrag, träumend, reglos in wahnsinniger Heftigkeit, stumm in unhörbaren Dröhnen, verwoben alle in einer Metamorphose der Qual. Erschauernd, aushartend, wartend auf einer Wachen, in fortwährendem Dulden und fortwährender Auflehnung, in unerhörter Wucht und in äußerster Anspannung die Bedrohung zu bezwingen, die Entscheidung hervorzurufen. Ein leises Klingen und Rauschen tönte auf hin und wieder. Das Hallen von Schritten und Stimmen umgab uns augenblickelang
Und dann war aufs Neue nur diese Schlacht nah. Unser Blick glitt über die Zehen in der Sandale, sich abstoßend vom Schädel eines Gestürzten über den Sterbenden, dessen lahm werdende Hand zärtlich auf den Arm der Göttin lag, die ihn am Schopf hielt. Kopis Gesicht mit kurzsichtigen Augen hinter der Brille mit dünnem Stahlrand näherte sich den Schriftzeichen, die Heilmann mit Hilfe eines mitgebrachten Buchs entzifferte. Kopi wandte sich ihm zu, aufmerksam, mit breitem, scharf gezeichnetem Mund, großer, vorstoßender Nase, und wir gaben den Gegnern in diesem Gemenge ihren Namen und besprachen im Schwall der Geräusche die Anlässe des Kampfes. Heilmann, der 15-Jährige, der jede Ungewissheit von sich wies, der keine unbelegte Deutung duldete, bisweilen aber auch der poetischen Forderung auf bewusste Entregelung der Sinne anhing, der Wissenschaftler sein wollte und sehr er, den wir unseren Rimbaud nannten, erklärte uns, die wir bereits um die 20 waren und die Schule seit 4 Jahren hinter uns hatten und das Arbeitsleben kannten und die Arbeitslosigkeit auch, und Kopi das Gefängnis 1 Jahr lang wegen Verbreitung staatsfeindlicher Schriften den Sinn dieses Reigens, in dem die gesamte von Zeus geführte Götterschar zum Sieg schritt über ein Geschlecht von Riesen und Fabelwesen. Immer wieder, wenn ich versuchen würde, etwas von der Zeit, die mit dem Mai 45 beendet wurde, zu schildern, würden sich mir die Folgen aufdrängen. Über die Erfahrungen, die durchtränkt waren von Tod, würde sich die grell kolorierte, längst wieder von Folter, Brandschatzung und Mord gefüllte Zukunft legen. Immer wieder würde es sein, als sollten alle frühen Hoffnungen zunichte gemacht werden von den später verloren gegangenen Vorsätzen. Und wenn es auch nicht so werden würde, wie wir es erhofft hatten, so änderte dies doch an den Hoffnungen nichts. Die Hoffnungen würden bleiben. Die Utopie würde notwendig sein. Auch später würden die Hoffnungen unzählige Male aufflammen, vom überlegenen Feind erstickt und wieder neu erweckt werden, und der Bereich der Hoffnungen würde größer werden, als er es zu unserer Zeit war. Er würde sich über alle Kontinente erstrecken. Das ineinander verbissene Getümmel würde anwachsen und der Drang zum Widerspruch, zur Gegenwehr würde nicht erlahmen. Wie das Vergangene unabänderlich war, würden die Hoffnungen unabänderlich bleiben. Und sie, die einmal, als wir jung waren, solch glühende Hoffnungen gehegt hatten, wir würden sich, indem wir diese wieder wachriefen, damit ehren lassen. Eigentlich waren sie stumm gewesen. Im Verschwiegenen hatten ihre Handlungen stattgefunden. Nur im Schlaf konnten sie manchmal aufschreien, um sich, noch nicht wach, die Hand vor den Mund zu legen. Sie, die die Wirklichkeit, in der wir lebten, und damit auch die Gegenwart, aus der heraus ich einmal schreiben würde, verändert und geprägt hatten, waren nicht einmal im Besitz ihrer Namen gewesen. Mit Chiffren, Decknamen hatten sie sich verborgen. Wenn ich beschreiben würde, was mir widerfahren war unter ihnen, würden sie dieses Schattenhafte behalten. Mit dem Schreiben würde ich versuchen, sie mir vertraut zu machen. Doch etwas Unheimliches würden sie behalten. Vor einigen würde ich nie die Furcht loswerden, die sie mir geweckt hatten, denn sie hätten mich an die Wand stellen können. Mit meinem Schreiben würde ich sie zum Sprechen bringen. Ich würde schreiben, was sie mir nie gesagt hatten. Ich würde sie fragen, wonach ich sie nie gefragt hatte. Ich würde ihnen, den Geheimgängern, ihre wahren Namen zurückgeben. Ich würde mich ihnen nähern mit meinen späteren Erfahrungen, meinem Wissen
um ihr späteres Tun. Und wenn ich mich dann immer noch täuschte, so stünde dies in Übereinstimmung mit ihrem Wesen, zu dem das Täuschen gehörte. Ich würde ihre geflüsterten, gemurmelten Monologe, ihre bösen Träume erraten. Sie selber würden sich darin vielleicht nicht wiedererkennen, mich aber würde ich erkennen, wie ich einst darauf lauerte, ihnen Zeichen ihres Lebens aus den verwischten Gesichtern ablesen zu können. Und doch würden sie mir, wenn ich ihnen wieder begegnen sollte, fremder sein als zu der Zeit, als uns der Schrecken miteinander verband. Und sie würden mir, wenn ihnen Offenheit möglich wäre, nicht mehr sagen können als das, was ich vom Schweigen her über sie wusste. Die meisten aber würden nicht mehr zu erreichen sein. Viele waren schon tot, als wir noch ungläubig darüber, heil aus dem Verderben herausgekommen zu sein, im Mai 1945 in einen neuen Abschnitt des Lebens traten. Pein und Trauer würden über mich überkommen, wenn ich ihrer gedächte. Tag und Nacht würden sie mich begleiten und bei jedem Schritt durch diese neue und sich schon wieder mit Raserei aufladende Welt würde ich mich fragen, woher sie die Kraft genommen hatten zu ihrem Mut und zu ihrer Ausdauer. Und die einzige Erklärung würde nur diese bebende, zähe, kühne Hoffnung sein, wie es sie auch weiterhin in allen Kerkern gibt. Iller, der sich Stahlmann genannt hatte, würde grinsen beim Abschied. Unentdeckt war er geblieben in Hagerlund bei der Arbeiterin Maya Holm. Ehe er mit den Gefährten zurückkehrte in sein Land, würde er es noch einmal darauf ankommen lassen, mit mir durch die Stadt zu streifen, sich ins blaue Wasser des Zentralbads zu werfen, zu frühstücken im Hotel Continental, großzügige Trinkgelder zu verteilen. Und das Letzte, was ich von ihm sehen würde, wäre dieses Zwinkern seiner asiatischen Augen. Einige Monate zuvor hatte Rosner, der Eremit der Komintern, Schweden verlassen. Wir hatten ihn gefeiert an der Uplandsgata in der Küche des Amateurboxers und der Kellnerin. Dicht gedrängt saßen wir um den Tisch. Stahlmann, Solveig, Hansson, Henke, Lager, Södermann waren dabei. Und das Fest galt nicht nur dem geduldigsten, überlegensten Geist des Untergrunds, sondern auch dem Sieg der Konspiration. Die Tränen liefen ihm übers Gesicht, als Pettersson ihn im Kofferraum seines Taxis verstaute und wir ihm seinen Stock noch zuschoben, dass er sich stützen könne auf dem Schiff, das ihm vom Freihafen nach Leningrad brachte. Untergehen würde Hodan. Bei der Teilung der Front zwischen die Lager geraten, zu sehr Sozialist noch, und mit der Vergangenheit als Bolschewik behaftet, als Mitglied des Soldatenrats, als Kämpfer in Spanien, hatte er einen Sozialdemokraten, wie er später verlangt wurde, nie abgeben können. Zu tief auch enttäuscht von den sowjetischen Entstellungen der alten Ideale, allzu sehr zermürbt von der Krankheit, deren Ausmaß er niemandem hatte zeigen wollen, wäre ein neuer Anfang für ihn nicht mehr möglich gewesen. Ein paar Jahre noch würde er durchhalten. Mittellos, als Arzt längst von den schwedischen Behörden gemordet, sich um Handelsvertretungen bemühen, um die Familie zu ernähren. Ruhelos wandern, mit dem Musterkoffer zusammenbrechen, unter dessen Gewicht sich wieder aufraffen, bis zur frühen Morgenstunde am 17. Dezember 1946, als ihn der Erstickungsanfall überkam, als er die Spritze noch einmal füllte, dann aber zurücklegte in den Kasten, in die Knie sank und vornüber fiel und tot gefunden wurde in einer Lache von Schweiß. Lange noch würde ich auf ein Wiedersehen mit Bischof warten müssen und ihr zuhörend würde ich vielleicht in Versuchung kommen, sie mit einer Heiligen zu vergleichen. Denn so bescheiden würde sich niemand mehr über seinen zurückgelegten Weg äußern. Sie, die auch Fritz noch verloren hatte,
wenige Tage vor Kriegsende, als das Schiff mit ihm und den anderen aus neuen Gamme evakuierten Häftlingen in der Lübecker Bucht von englischen Flugzeugen versenkt worden war, würde auf den neu erbauten, lärmenden Straßen zu einer unbemerkten Wanderin werden, die eine unendliche Zeit noch den Schmerz über den Verlust von so vielen in sich tragen müsste. Und wenn ich dann Kunde von Heilmann und Kopie erhielte, würde meine Hand auf dem Papier lahm werden. Ich würde mich vor den Fries begeben, auf dem die Söhne und Töchter der Erde sich gegen die Gewalten erhoben, die ihnen immer wieder nehmen wollten, was sie sich erkämpft hatten. Kopis Eltern und meine Eltern würde ich sehen im Geröll. Es würde pfeifen und dröhnen von den Fabriken, Werften und Bergwerken. Tresortüren, Gefängnistüren würden schmettern. Ein immerwährendes Lärmen von eisenbeschlagenen Stiefeln würde um sie sein. Ein Knattern von Salven aus Maschinenpistolen. Steine würden durch die Luft fliegen. Feuer und Blut würde aufschießen. Bärtige Gesichter würden sich aus dem Gewühl schieben. Zerfurchte Gesichter mit kleinen Lampen über der Stirn. Schwarze Gesichter mit glitzernden Zähnen. Gelbliche Gesichter unterm Helm aus geflochtenem Bast. Junge Gesichter, fast kindlich noch, würden anstürmen und wieder untertauchen im Dampf, und blind geworden vom langen Kampf würden sie, die sich auflehnten nach oben, auch herfallen übereinander, einander würgen und zerstampfen, wie sie oben die schweren Waffen schleppend einander überrollten und zerfleischten. Und Heimann würde Rimbaud zitieren und Coppi das Manifest sprechen, und ein Platz im Gemenge würde frei sein, die Löwenbranke würde dort hängen, greifbar für jeden. Und solange sie unten nicht abließen voneinander, würden sie die Pranke des Löwenfells nicht sehen, und es würde kein Kenntlicher kommen, den leeren Platz zu füllen. Sie müssten selber mächtig werden, dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der sie den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegfegen könnten. Danke.